Orkenspalter TV rezensiert. Normalerweise sind wir auf Messen und fragen Autoren und Redakteure nach neuen Bänden, aber heute wollen wir uns eine Neuerscheinung mal selber genauer ansehen. Und zwar Hallen Arcana Macht, ein neuer Quellenband für DSA, der sich, der Name sagt es ja schon, mit magischen Orten beschäftigt. In diesem Fall den Magierakademien Aventuriens, aber erstmal nur 15 Stück davon. Der Rest soll in einem zweiten Band folgen. Dass nur 15 Akademien reichen, um einen ganzen Band von über 200 Seiten zu füllen, sagt alles darüber, wie sehr hier ins Detail gegangen wird. Es finden sich nicht nur ausführliche Grundpläne aller Akademien, sondern auch Details zum Lehrplan, den unterrichtenden Personen und zur Historie der jeweiligen Einrichtung. Der Band ist eine Art Paradies für Leute, die wirklich alles ganz genau wissen wollen. Zum Beispiel, wo Tomek Aterion sein Frühstück einnimmt oder wer in Belhanka Bosparano unterrichtet. Das hört sich jetzt zunächst sehr trocken an, aber irgendwie schaffen die Autoren, dass es dennoch irgendwie unterhaltsam ist und eher liebevoll herüberkommt. Streitigkeiten zwischen einzelnen Dozenten, Überbleibsel misslungener Experimente, Artefakte oder Räume, die schon lange ein Mysterium für alle darstellen, die sie untersuchen, das füllt diese Akademien eher mit Leben als mit trockenen Fakten und reizt dazu, tatsächlich dort ein Abenteuer ansetzen zu lassen. Die Gratwanderung, die alle Rollenspielbände machen müssen, nämlich Details zu vermitteln, ohne langweilig zu werden, ist hier also größtenteils ziemlich gut gelungen. Manchmal schießen die Texte jedoch über die Aufgabe hinaus, einer Akademie ein eigenes Profil zu verleihen. Die Lohwangener Magier sind derartige Gutmenschen, dass man wirklich Kopfschmerzen bekommt, während die Braibacker so böse sind, dass selbst die Bibliothekar ein Dämon ist. Dafür bekommt man tatsächlich einen genauen Eindruck vom Charakter der jeweiligen Akademie und was einen dort erwartet, beziehungsweise wie sich ein Abgänger eben derselben verhalten wird, wenn er erstmal auf die Welt losgelassen wird. Inhaltlich ist die Qualität also auf jeden Fall gegeben. Die, wie auch in manchen anderen Publikationen recht häufig auftretenden Rechtschreib- und Grammatikfehler verzeiht man schnell. Die Illustrationen sind insgesamt sehr schön, wenn auch viel auf alte Porträts oder nicht ganz themennahe Bilder zurückgegriffen wird. Als Fazit lässt sich nur sagen, wer sich mit aventurischer Magie beschäftigt, der wird dieses Buch nicht nur haben wollen, er wird auch eine Menge Nutzen daraus ziehen können. Nächstes Mal widmet sich Orkenspalter TV den dunklen Zeiten, frisch erschienen in einer etwas unhandlichen Box.